Jetzt kommen wir auf einige Punkte zu sprechen, die das Fasten nicht brechen. Hier sagt der Autor erst einmal, wenn diese Person nachdenkt und daraufhin Samenflüssigkeit austritt. Und das ist jetzt wieder ein neues Bild hinsichtlich dem Austreten der Samenflüssigkeit. Wir hatten gesagt, Samenflüssigkeit, wenn es austritt, negiert es oder bricht es das Fasten, wenn die Person beabsichtigt dafür sorgt, dass es austritt. Zum Beispiel durch das Anfassen des Ehepartners oder durch erneutes Schauen. Hier sagt der Autor, wenn eine Person aber immer wieder über etwas nachdenkt, zum Beispiel eine Person stellt sich immer wieder einen nackten Menschen vor. Und das sorgt dann bei ihm dafür, dass sozusagen diese Samenflüssigkeit austritt. Hier sagen wir, bricht das nicht, das Fasten. Ja, und das haben die Gelehrten sozusagen gleichgestellt wie mit dem Schlaf. Wenn eine Person schläft und dann diesen feuchten Traum hat, dann kann sie nichts dafür. Und hier haben die Gelehrten gesagt, das ist ziemlich identisch. Ja, wenn er jetzt nicht auf etwas geschaut hat, keine Frau angefasst hat, sondern einfach nur das in seinem Kopf sozusagen sich abgespielt hat, dann ist das so wie das Schlafen. Und deswegen haben sie gesagt, das negiert oder bricht nicht das Fasten. Und hier eine Frage, ist das verboten oder ist das erlaubt, dass man sich sowas vorstellt? Was würdet ihr sagen? Also, dass man sich zum Beispiel das andere Geschlecht nackt vorstellt. Es ist nicht erlaubt, ja. Wenn natürlich diese Gedanken kommen sollten, eine Person stellt sich zum Beispiel das andere Geschlecht nackt vor und sie will, dass diese Gedanken verschwinden, die kommen also nicht von ihr selbst, dann wird sie natürlich nicht dafür zur Rechenschaft gezogen. Aber wenn das von ihr ausgeht, sie denkt von sich aus darüber nach, dann wird sie auch für diese Gedanken sozusagen zur Rechenschaft gezogen und Allah subhanahu wa ta'ala kann sie dafür bestrafen. Ja, wenn diese Gedanken sozusagen von ihr aus gekommen sind. Dann eine nächste Sache, die das Fasten nicht bricht. Also erstmal haben wir gesagt, wenn diese Person über etwas Erregendes gedacht hat und dann Samenflüssigkeit ausgetreten ist, das bricht nicht das Fasten. Ebenso ist das Fasten nicht gebrochen, wenn eine Person Wasser beim Vollziehen der Gebetswaschung durch den Mund oder die Nase in den Magen, sozusagen, wenn es in den Magen gelangt ist. Also eine Person während der Gebetswaschung schnaubt ihre Nase aus und wäscht den Mund und dann passiert was? Sie verschluckt aus Versehen Wasser. In diesem Fall ist was? Ist das Fasten gültig? Selbst wenn sie übertreiben sollte in diesem Ausschnauben der Nase und des Mundes. Wir haben gesagt, das Ausschnauben der Nase und des Mundes einmal ist Pflicht und zwei, dreimal ist Sunna. Und darüber hinaus unterlässt man es. Was ist, wenn eine Person das aber macht? Sie wäscht nicht dreimal ihren Mund und ihre Nase aus, sondern fünfmal. Und beim fünften Mal kommt dann Wasser in den Mund, in den Magen. Sagen wir jetzt hier, du hättest dich auf diese dreimal beschränken müssen und jetzt ist dein Fasten gebrochen. Was war diese Entschuldigungspunkte, wo wir gesagt haben, die müssen erfüllt sein, damit das Fasten ungültig ist. Dass diese Person das beabsichtigt macht. Hat sie es beabsichtigt gemacht? Hat sie es jetzt hier beabsichtigt gemacht? Das Wasser runtergeschüttet? Nein. Das heißt, wir urteilen immer noch mit was? Dass diese Person, ihr Fasten ist gültig. Ja? Ihr Fasten ist gültig. Auch wenn diese Person extra viel Wasser genommen hat. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wenn wir uns die Nase ausschnauben beim Fasten, dann sollen wir viel Wasser benutzen, außer der Fastende. Ja, beim Fasten soll man nicht viel Wasser benutzen. Aber jetzt macht eine Person das. Sie benutzt extrem viel Wasser. Und dann gelangt etwas in den Magen. Auch hier sagen wir, ist das Fasten trotzdem gültig. Auch hier ist das Fasten von dieser Person trotzdem gültig, auch wenn sie hier, sage ich mal, vom Grundsatz her etwas gemacht hat, was nicht von ihr gefordert waren, was sie eigentlich hätte unterlassen sollen. Aber trotzdem können wir nicht urteilen, dass ihr Fasten jetzt dadurch ungültig geworden ist.